ein Schauspieler, den jeder kennt. Der Teichfrosch. Ist es ein Teichfrosch oder ist es ein Seefrosch? Ich glaube, es ist ein Teichfrosch, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Ja, sie waren im Teich, ne? Ja. Und nicht im See. Genau. Vielleicht weiß einer unserer Zuschauer, ob das richtig ist. Vielleicht, ja. Dieser kleine Tümpel war voll davon, ne? Ja, ja. Sie hatten da Paarungsdrang. Das sind alles Männchen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Die Weibchen knurren die auch oder quaken. Keine Ahnung. Aber sie sind, glaube ich, fast in jedem Tümpel zu finden. Ja, bei uns sind sie jetzt wirklich relativ häufig. Ja, ja. Und manchmal machen sie einen riesen Lärm. Ja. Vor kurzem habe ich gelesen, die können die Laubfrösche, ja, haben wir gelesen, die können bis einen Kilometer weit hörbar sein. Sogar? Ja. Hm. 70 Dezibel oder so irgendetwas, also unglaublich. Ja. Mit dieser, was ist das, eine Schallblase oder wie nennt sich das? Das weiß ich leider nicht. Wir haben ihn ja gefragt, wie er heißt, Name, Adresse, Vorname, aber er hatte keine Zeit, oder? Nein, er war beschäftigt, aber hier macht er nicht so viel. Er studiert. Okay. Das ist ein ganz toller Käfer. Ja, ein schwarzer Schneckenjäger. Jawohl. Er sitzt auf der Lauer. Und zack, da war eine Schnecke, die... Schon wieder eine? Ja, unsere Schnecken hier, schon wieder eine? Mein Güte, war die schnell. Das sind unsere Schnellschnecken. Leider wurden sie noch nie beschrieben und auch noch nie gesehen. Sie sind dermaßen schnell, schau mal. Auch erstaunt, oder? Ja. Erstaunt nur, ja. Ja. Schon wieder eine. Ja. Wieder eine. Oh, die war auch schnell. Jawohl, jetzt geht's auf die Jagd. Aber in diesem Tempo wird er unsere Schnellschnecken nicht erreichen. Oder? Nein, kaum. Also wir haben keine Schnecke gesehen. Die waren so schnell. Sie waren zu schnell, ja. Ja. Und er ist zu langsam. Ja, ja, aber nachher geht er ganz schnell. Doch, also schneller als wir, oder? Ja. Ja, und hier haben wir ein gemütliches Exemplar. Das ist ein Rosenkäfer. Ja, ein zottiger Rosenkäfer. Er ist immer sehr gemächlich unterwegs. Ja. Gut zu filmen. Ja, und er hat sehr gerne gelbe Blumen. Sie müssen nicht gut sein, nur gelb, oder? Ja, wahrscheinlich, aber er sitzt fast nur auf gelben Blumen. Ja. Und er ist groß, etwa 8 bis 11 mm. Ein Monster. Ja. Und eigentlich ein Nützling, weil die Larven fressen
moderndes Holz. Mhm. Oh, ist der schmutzig. Schau mal, die Frisur. Der war frisch beim Coiffeur. Beim Friseur, sagt man auf Deutsch, oder? Und schau mal, wie sie die Haare geschnitten hat. Ja, er ist ein Punk. Ja, ja, er macht auf Punk. Ja, ist der Haarschübel, sagt man. Ja, Haarbüschel. Büschel. Ja, das ist ja, sehr modisch natürlich, ja, aber ja. Also nicht mein Geschmack. Vor lauter Faulheit, er liegt da in der Blume, frisst eifrig, Beine gestreckt. Fauler geht nicht mehr, oder? Aber ganz gierig. Ja, ja. Ja, also. Gefallen. Unglaublich. Ah, oh, ich ahne fürchterliches. Deine Freunde? Ja, unsere Vertragspartner. Einer bei den Ferien offenbar. He? Er ja. Denkt, weil er weit weg ist. Ein Komplott. Zusammen. Sie haben sich abgesprochen. Und es ist ein großes Ochsenauge. Ähnelt ein wenig dem Wieselvögelchen mit ein dem bisschen, Auge. Ein bisschen, ja. Sie sind eigentlich nicht wählerisch bei den Pflanzen, aber ich habe gelesen, sie haben Gene Violette. Also sie werden die Rosenkäfer nicht treffen. Nein. Sie bevorzugen Lila. Ja, Geschmackssache. Ja, sie sprechen sich ab. Das wird wieder eine fiese Finte sein, die sie gegen uns planen. Denkst du? Naja. Aber hübsch, ja? Ja, ja. Ja, es ist natürlich ein Edelfalter. Ja, gut. Edelfalter wollen nicht selbst arbeiten. Das genau. Ist schon klar. Sie sind edel. Eben. Ja. Er schaut auch so ein wenig herablassend, oder? Findest du? Ja, schau mal. Ja, etwas arrogant, oder? Was willst du da so in dem Stil? Und ignorant, oder? Ja, er ist beschäftigt, er hat Hunger. Ja, das haben sie immer. Er hat zwei Hörner wie eine Kuh, hä? Ein bisschen, ja. Ich möchte ihn ja nicht beleidigen, aber... Aha, Subunternehmer. Er Denkst wird ihn du? Jetzt motivieren... Wie die Anhöhen. Um unsere Gerätschaft zu reinigen. So rasch geht das. Ich habe ja gesagt, das war ein Komplott. Okay. Aber es hat nicht funktioniert. Nein, ich denke, der Subunternehmer hat seinerseits auch einen Subunternehmer gefunden. Ja, das kann sein. Das ist eine... Ebenfalls eine Raupenfliege. Eine Raupenfliege. Und zwar kenne ich nur den lateinischen Namen Novicia ferox. Ja. Ich finde, das tönt gut. Ja, es passt. Aber also, Leger, wie er unsere... Ja, ja. Das ist unser Stuhl, ja. Den er da reinigt. Ja. Das war's schon. Ja, bis später. Bis dann.